Freunde, was geht ab? Jungs, wir sind mal back on YouTube. Heute ist wieder mal das Thema dran: Apo Red, Julian Bam, Insko und Unge. Das gehypte Thema auf YouTube ist momentan eher der Beef zwischen Julian Bam und Apo Red. Insko haltet sich von diesem Thema komplett raus, hat vor einer Stunde ein Video hochgeladen, nichts über den Beef oder sonstiges, haltet sich einfach strikt daraus. Aber dafür hat sich einfach ein anderer sich wieder eingemischt, nämlich Unge. Gestern hat unser lieber YouTuber Unge ein Livestream gemacht, wo er über Apo Red und Julian Bam redet. Er hat behauptet, er sei neutral und würde keinem irgendwie zustimmen. Okay, wenn wir mal jetzt alle da draußen jetzt ein bisschen logisch denken. Der Unge ist in einer Longboard-Tour. Welcher YouTuber ist denn noch mit Unge bei einer Longboard-Tour? Julian Bam? Wird Unge Apo Red näher zustimmen oder Julian Bam? Julian Bam, oder? Er sagt am Ende, hey, Spaß beiseite, Apo Red ist ein ganz guter Kollege von uns. Das gleiche hat er jetzt wieder gemacht, ne? Wieso verbietet denn Apo Red Inscope überhaupt dann eine Parodie zu machen? Das verstehe ich schon mal nicht. Und außerdem ist, er kann es nämlich verbieten, weil eine Parodie in Deutschland gibt es kein Gesetz, was eine Parodie verbieten würde. Das ist ja das gleiche wie als Beispiel jetzt diese ganze Sache, mit Erdogan und Jan Böhmermann. Was für Erdogan? Unge, wir sind hier bei der YouTube-Welt und nicht irgendwie Politik oder sonstiges. Dass ich es euch ein bisschen erkläre. Stellt euch das mal vor. Apo Red hat einfach das Everyday Saturday hochgeladen als 1 Million Abo-Special. Kommt einen übelsten Hate. Alles gut und schön, das ist die Meinung von den Usern und von den Zuschauern. Wenn es denen nicht gefällt, dann Dislike. Und dass er Inscope darum bittet, sein 1 Million Abo-Special nicht zu haten oder zu parodieren oder sonstiges. Ist doch seine Sache, doch nicht irgendwie schlimm oder sonstiges. Es ist kein Verbieten. Inscope und Apo Red sind ja Freunde. Sie sind ja keine Hater, wo jetzt mit der Polizei sagt, ich verbiete dir dies, das. Sagt, bitte mach's nicht. Ich würde mich freuen, Inscope, wenn du es nicht machst. Mehr nicht. Danach habe ich irgend so einen YouTuber gesehen auf YouTube. Irgendeinen, der über das redet. Apo macht es Clickbait vom Allerfeinsten. Er hat in so gut wie jedem seiner Video-Vorschaubilder rote Pfeile oder auch gelbe Pfeile, rote Kreise oder auch gelbe Kreise. Insoweit variiert nur die Farbe der Kreise. Es ist jetzt so verboten, dass ein YouTuber sein Thumbnail so gestaltet, wie er will. Verboten, wenn Apo Red einen Kreis oder einen Pfeil macht. Es ist mein Kanal. Ich darf machen, was ich will. Jetzt bestraft, wenn ich meine Thumbnails so gestalte, wie ich möchte. Was ist nur los mit euch? Was ist los? Hier kommt ein anderer YouTuber, nämlich Bilak Maho. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere von KSWX seine Videos, gerade seine Videos. Manchmal war er sogar in KSWX seine Videos, wo Apo Red dabei war. Und hören wir mal ganz kurz seine Meinung über den Beef an. Er hat getroffen, dass seine Freunde ihn auch halt nochmal in den Rücken fallen. In Anführungszeichen in den Rücken fallen, dass man halt merkt, was ich meine. Ja, übertrieben, aber dass man merkt, was ich meine. Parodie, aber wie gesagt, Distrack 2016. Seht ihr die Meinungsunterschiede von den YouTubern? Leute, das war's mit diesem Video. Bildet euch eure eigene Meinung, meine lieben Freunde. Wie gesagt, meine lieben Freunde, es war meine Meinung in diesem Video, nur meine Meinung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach unten da. Mein Kanal ist offen für alles. Ich werde es nicht traurig, wenn ich viele Dislikes habe oder sonstiges. Aber ich würde mich auch extrem freuen, wenn einfach meine Community hinter mir steht und Daumen nach oben da lässt. Was mir extrem wichtig ist bei diesem Video. Schreibt einfach unter diesem Video eure Meinung dazu, was ihr über diesen Beef haltet, was ihr über Unge haltet, was ihr über Bilak Maho haltet. Würde mich extrem freuen, wenn ihr einfach unten da kommentiert. Ich werde mir jedes Kommentar von euch durchlesen, manche sogar beantworten. Somit, meine lieben Freunde, bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Danke für alles und peace out.